Hier X-Taste, zack. Alles funktioniert. Also der Controller fühlt sich so an, als ob er völlig neu ist. Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Maler und jetzt kommen wir zum zweiten Teil von unserem Wassertransferdruck, denn wir müssen noch die Beschichtung versiegeln. So, hier haben wir unsere Teile. Letztes Mal haben wir ja den Controller mit dem Wassertransferdruck gemacht. Wer es noch nicht gesehen hat, kann auch gerne mal hier oben aufs Video gucken und sich den ersten Teil anschauen. Da seht ihr dann, wie das funktioniert. Und wie gesagt, heute versiegeln wir das Ding. Die Teile haben jetzt 24 Stunden lang getrocknet. Jetzt kann man die gefahrlos anfassen. Aber es ist halt so, dass wenn wir den jetzt hier einfach zusammenbasteln würden und würden jetzt anfangen zu zocken und so, wird es wahrscheinlich passieren, dass sich das hier abnutzt. Ne? Und der Klarlack versiegelt das schön, die Oberfläche glänzt dann auch mehr, ne? Es kommt einfach schöner zur Geltung, aber hauptsächlich geht es halt um den Schutz. Und als Klarlack benutze ich hier einen von Migrin, das ist ein Klarlack-Spray, das auch für Autos genutzt werden kann. Also es ist ein Auto-Klarlack, ist ziemlich massiv, witterungsbeständig, hat eine gute Hafteigenschaft und schützt die Lackoberfläche vor mechanischer, chemischer Verschmutzung und Witterung. Das ist ziemlich gut und damit beschichten wir das jetzt. Dieser Lack ist auf Acetonbasis, hat halt den Nachteil, er stinkt und man müsste normalerweise eine Schutzmaske anziehen, wenn man es drin macht. Ich mache es heute drin, weil das Wetter draußen ist, regnet, es ist windig, ich würde es gern draußen machen. Funktioniert aber nicht. Ich habe jetzt hier noch einen zweiten Raum, wo ich reingehe, das Fenster ein bisschen kippen werde, ne? Der wird nicht genutzt und alles und dann können wir dann die Dämpfe schön rausziehen und alles. Ne? Wenn man es jetzt auch absolut hundertprozentig richtig machen würde, müsste man auch eine Maske tragen, weil diese Dämpfe sind ungesund. Ja, worauf man auch achten muss, wenn man diesen Klarlack hier verarbeitet, ist, dass das Objekt fett und schmutzfrei ist und alles. Ne? Ist ja hier gegeben, sind ja frisch bearbeitete Teile. Ich habe vorher nochmal mit so einer kleinen Luftpumpe hier, falls da Staub drauf sein sollte, ist abgepustet, aber das ist... ist alles nicht so wild. So, ja, hier habe ich jetzt schon meine Indoor-Lackierkabine aufgebaut. Wenn es nach mir gegangen wäre, wie gesagt, wäre ich lieber nach draußen gegangen, weil ich bin kein Fan davon, sowas drin zu machen. Gerade weil das hier auf Acetonbasis ist und ich habe halt keinen Bock, dass das hier so stinkt. Aber die Teile sind nicht so groß, ne? Deswegen denke ich mir, wird das hier kein Problem sein. Und hier in dem dritten Raum wird eh nicht genutzt. Da mache ich Fenster auf, ne? Das ist ja nichts, ne? Wird ein bisschen riechen. Fertig ab. Ich habe hier schon im Vorfeld die Dose 2-3 Minuten schön kräftig geschüttelt. Viele von euch zu Hause werden das bestimmt kennen. Also die schon mit Lack gearbeitet haben, muss aufgeschüttelt werden. Sicherheitsverschluss entfernt und dann habe ich so die Dose für 2-3 Sekunden einen Sprüher gemacht, dass die Düse eingeschossen ist und dass mir dann später keine Rotzer drauf kommen. Ne? Dass schon Material drin ist, ist es besser. Ja, so Leute, dann let's go. Eine Sache, die noch ganz wichtig ist, wenn ihr dann das Teil fertig habt, fasst es nur noch mit Handschuhen an. Ich glaube, das habe ich eben noch gar nicht erwähnt, weil sonst können auch wieder Fettspuren drankommen. Also, wenn das fertiggestellt ist, immer mit Handschuhen anpacken. So, wie gesagt, der Lack ist durchgeschüttelt. Dann gehen wir los. Gehen wir drüber, nochmal kurz ein... Jo, Probesprüher. Und jetzt gehe ich hier im Abstand von 20-25 cm als erstes im Kreuzgang drüber. So. So, jetzt drehen wir den Kollegen einmal. Das ist halt auch das Gute, es muss auf dem Eierkarton stehen, weil ich habe euch das ja schon am Anfang gesagt, wenn wir das jetzt einfach hier drauflegen würden, hätten wir das Problem, dass dann die Lackierung hier dran backt und dann die Zeitung verklebt dann mit dem zu beschichtenden Teil. Und so, von der Großbelastung her ist es ziemlich okay. Also wenn die Freundin sich auf der Couch die Fingernägel lackiert, riecht es schlimmer. So, jetzt haben wir nochmal so ungefähr 10 Minuten gewartet und gehen jetzt hier mit einer zweiten Schicht nochmal drüber, hier von vorne. Und auch wieder im Kreuzgang. Das ist jetzt auch das Gute, vom Licht her können wir jetzt auch schön sehen, weil wir hier so ein Streiflicht haben, ob alles spiegelt, alles glänzt und sehen auch wirklich direkt, wo der Klarlack drauf ist und wo nicht. Das ist optimal. Ja, und vom Geruch her echt top, ey. Jetzt haben wir hier schon die zweite Schicht aufgetragen. Jetzt drehen wir den ganzen Kollegen nochmal. Und gehen dann von vorne nochmal einmal drüber, ganz dünn. Und auch nochmal hier, nochmal so dünn im Kreuzgang.
Dieser Acetonlack, der hat nicht nur Nachteile, ne? Es ist halt ein Vorteil, er zieht wirklich schnell an, trocknet auch schnell und ist halt widerstandsfähiger als manche Wasserlacke und halt auch resistenter gegen die ganzen Umwelteinflüsse und so weiter. Er hat nicht nur Nachteile, aber prinzipiell benutze ich ja lieber Wasserlacke, aber hier in solchen Fällen sind diese Lacke ganz klar Nummer 1. So, den stellen wir jetzt einfach mal hier beiseite, da kann er mal ein bisschen trocknen. Dann ist der erste Kollege schon fertig und wir machen mit dem zweiten weiter. Gut, jetzt haben wir unsere Teile beschichtet, lassen das jetzt alles ein bisschen trocknen, Fenster aufmachen, rausgehen und dann gucken wir noch mal in 2 Stunden, wie es dann aussieht und dann geht's weiter. So Leute, nach 2 Stunden hat sich nicht mehr allzu viel getan, also ich habe jetzt ungefähr 24 Stunden gewartet und jetzt kann man das auch gefahrlos anfassen und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es fühlt sich richtig gut an. Ey, wirklich, jetzt ist so glatt, das ist unglaublich und es schimmert auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, zeige ich das nochmal in der Nahaufnahme gleich. Und ja, jetzt kann man es anfassen, jetzt ist es bereit zum Zusammensetzen, aber bevor wir das machen, ich habe hier schon meine ganzen Teile hingeschüttet, hier die Controller, Innenlebenteile und so weiter. Jetzt habe ich ja hier noch die Knöpfe sitzen und die reinige ich jetzt. Und zwar hier diese einzelnen Teile, die reinige ich jetzt noch mit Cockpit-Tüchern. Mache ich jetzt schön sauber, ne? Das gibt halt einen Glanz, das ist halt gut fürs Plastik, ne? Da kannst du den ganzen Dreck mit abnehmen, Fingerabdrücke, was da alles so drauf gesessen hat über die ganzen Jahre. Und die reinige ich jetzt noch und dann setze ich das Ding zusammen. Sehr gut, also er funktioniert, also alle Knöpfe fühlen sich gut an, ganz normal. Oh krass ey, ach du Scheiße. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da haben sich die Konstrukteure von PlayStation wirklich Gedanken gemacht. Das ist so ein verschachtelter Controller, das ist unglaublich. Ich habe jetzt hier gerade die PS-Taste gedrückt und habe gesehen, hier die LEDs leuchten. Und jetzt schraube ich die Schrauben wieder ran. Alter Schwede ey. Boah, das kostet Nerven sowas. Ich hasse das ja, ne? Ja, so ihr Lieben, ja, ich teste jetzt den Controller nochmal. Auf die Funktionalität und alles, ne? Das ist alles kein Problem. Hier, wenn man hier durchschaltet, hier die Kreuztasten, hier den Joystick und so. Hier X-Taste, zack. Alles funktioniert. Also der Controller fühlt sich so an, als ob er völlig neu ist. Also wie jeder andere Controller auch. Alle Tasten funktionieren, da klappert nichts oder schabt nichts. Alles funktioniert. Alles klar, passt perfekt, alles läuft. Der Controller ist wieder wie neu im Carbon-Look. Optimal. Ja Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich versuche es so schnell wie es geht zu beantworten. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir richtig Spaß gemacht, das Ding zu beschichten von MS2 Design, also das Zeug ist echt geil und ich werde auf jeden Fall nochmal ein Video darüber machen, ich werde mir das Zeug nochmal holen und dann in einem anderen Format beschichten. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, kostenlos und verpasst keine Videos mehr. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, habt noch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüss!